Hallo zusammen, ich habe gestern ein Video gemacht über die Ankunft unserer Batterien. Ihr wisst, ich habe seit einem guten Jahr die Liontron Batterien im Sortiment. Nur letztes Jahr war das Thema, Liontron konnte nicht liefern, wir haben im April Ware bestellt, die wir sie im August bekommen haben und so weiter. Und dann haben wir uns umgeschaut, ob wir eigene Batterien oder andere Batterien kriegen, weil die kommt aus China, die kommen aus China. Ich glaube, alle kommen aus China. Wenn einer sagt, er baut die selber in der Hosentasche, ja gut, okay. Mit dem, die Liontron-Batterien haben ein Riesensortiment. Wir haben das am Lager, nur jetzt habe ich wieder die Meldung gekriegt, Liontron kann nicht liefern, obwohl sie versprochen haben, dass sie dann die Ware am Lager haben. Ja, wenn ich noch letztes Jahr so viel verkauft habe, hätte ich den Winter durchgeschaut, ob ich die Ware am Lager habe. Oder wenigstens früher bestell. Aber vielleicht ist kein Geld da oder sonst irgendwas. Kann ja auch sein. Ich stelle mir die auf die Seite. Wir haben jetzt nur 3 Batterien im Sortiment. Es ist ein Container voll gekommen. Der zweite Container ist unterwegs. Der kommt, ich sage jetzt nichts mehr, weil der kam jetzt auch etwa 4 Wochen später als zuerst gesagt. Probleme mit Suez, Probleme mit irgendeinem Zolldokument, Probleme mit weiß nicht was alles. Aber wir haben die jetzt hier und ihr könnt vorbeifahren, holen, Geld mitbringen. Ist überhaupt kein Problem. Wir haben 3 Stück, eine 100er, eine 150 und eine 200 AH. 900, 1300, 1500 Franken etwa. Ich verlinke euch die Preisliste unten drin mit den Preisen, Maßen und so weiter. Wir haben bei allen 3 Batterien das gleiche BMS drin. Das heißt, ihr könnt alle 3 Batterien nur mit 150 Ampere belasten. Aber nicht dauernd, sondern die kleine nur 10 Minuten und die größere dann 20 Minuten. Wenn ihr mehr belastet wollt, dann müsst ihr 2 Batterien parallel hängen, dass sich dann die Belastung vom Strom aufteilen kann auf eine Batterie. Das heißt, Wechselrichter mit 1500 Watt, hier kein Problem. Wenn ihr 2500 Watt Wechselrichter anhängt und den auslasten wollt, dann 2 Batterien parallel. Ich bringe euch hier ein Video über diese 200 Ampere Batterie noch ein bisschen im Detail. Und hier oben die 150er und hier unten die 100er. Und hier könnt ihr mir ein Abo dalassen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende.